heute auf der Europa 2. Sonnige Umgebung, das Meer, spiegelglatt, sind wir hier auf dem Schiff, um einen Kinderkochkurs zu machen mit Teenagern. Es geht darum, erstmal so ein bisschen eine Warenkunde zu machen, über Lebensmittel aufzuklären, was sind welche Kräuter, wie schmeckt das, gerne in irgendetwas hineinbeißen, die handwerklichen Fähigkeiten zu stärken, das Selbstvertrauen zu stärken. Kochen ist ja mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es hat mit Kommunikation zu tun, mit Teilen, mit Mathematik. Ja, mit Fühlen, mit der Haptik, mit der ganzen Sensorik, mit dem Riechen. Aber für mich ist Kochen in erster Linie ein Transport für Liebe und es ist ein Transport, um mein eigenes Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, wir kommen hier regelmäßig in die Kochschule mit den Kindern. Die sind immer riesig begeistert, dass sie selbst wirken können. Wir machen hier Pizzabacken und entdecken die kulinarischen Spezialitäten der Länder, gehen auch in die Häfen und probieren da alles aus. Als die Kinder gelesen haben, dass Sarah Wiener mit ihnen kocht, waren die Anmeldelisten sofort voll und sie sind total begeistert davon. Ja. Wir machen Topfenpalatschinken, überbackene oder rohe, je nachdem, wie wir in der Zeit sind, mit Beeren. Wir üben gerade, Palatschinken zu schupfen und zu machen und den Teig zu machen, ohne dass wir ein Rezept haben, damit man Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten kriegt. Der erste Palatschinken ist immer für den Palatschinken-Gott. Der geht auch den Profis meistens daneben. Die Pfanne muss eingearbeitet werden, man muss ein Gefühl dafür bekommen. Also wenn der erste Palatschinken daneben geht, völlig normal. Regt euch nicht auf, esst es heimlich hinterm Rücken von den anderen. Der zweite muss was sehen. Die Genusshandwerker hier an Bord sind Experten, die wir einladen, die dann speziell auf dem Fahrtgebiet eben bestimmte Sachen kochen, was eben angepasst ist mit speziellen Gewürze. Oder auch eben diese Reise haben wir jetzt Teens und Kids viele an Bord. Da haben wir speziell eben die Sarah Wiener, da freue ich mich sehr, dass sie auch da ist und speziell eben für die Kinder kocht. Und die hat auch ein sehr schönes Herz für Kinder und man sieht das auch im Hintergrund, also sie ist gerade richtig in ihrem Element. Jeden Tag so eine Fernsehköchin, die dann wirklich so Kindern einen tollen Kochkurs gibt und ich finde das schon besonders eigentlich. Also ganz viele Sachen wusste ich nicht, zum Beispiel, dass man den Teig so in der Pfanne schwenken muss oder so, das wusste ich alles gar nicht und das finde ich toll, dass man so weiß, man das halt alles einfach mal viel besser und kann damit besser umgehen. Also der Kochkurs ist erfolgreich abgeschlossen. Kinder essen noch eifrig die Teller leer. Es war ein großer Erfolg. Ich hoffe, ich werde demnächst die Gelegenheit haben, nochmal eine zu machen.